Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar God of War. Ich will nicht lange drum rumreden, ich habe auch nicht allzu viel Ahnung, worum es jetzt genau geht, aber die Bilder sahen auf jeden Fall schon sehr gut aus, deswegen starte ich einfach mal schnell ein neues Spiel. Leviathan-Axt schwingen, okay. Dass jetzt nicht gut ist, weiß ich jetzt nicht, aber... Böser Baum. Hab ein. Steig jetzt in das Boot. Ja, nehmen wir mal eben den ganzen Baum mit. Warum auch nicht? Der wiegt ja auch nichts. Wo ist denn das Boot? Da. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Nö, wir machen das alles schon. Falls das Boot nicht untergeht, heißt das... Das reicht aus. Die Reise, die gezeichneten Bäume. Dem Fluss abwärts folgen. Aufwärts, nicht abwärts. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter drüber nach. Ja, Vater. Was sind wir jetzt hier hin? Vor allen Dingen guckt bloß nicht, ob der Junge mal irgendwie im Weg steht oder so, während der das hochhebt. Hi ho, hi ho. Wo müssen wir denn hin? Komm, Junge, sag mal, wo ich das hinlegen soll. Oder so. Das war der letzte. Okay, ich vermute jetzt mal, das ist seine Mutter. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei. Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Klingt irgendwie dann, logisch. Hier lang. Okay, mit Atreus jagen. Ich wollte gerade sagen, wenn Vater, er laufen würde. Warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. So, sehen Sie sich mit R um, drücken Sie, um die Kameraeinstellung zu öffnen. Ich will aber keine Kameraeinstellung haben. Oh, Moment, was ist das? Was mit B? Neues Artefakt. Verlorene Spielsachen. 1 von 4. Oh, okay. Deswegen wahrscheinlich auch der Hinweis, dass man sich umsehen soll. Man kann also hier Sachen einsammeln. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Ja, spring mal einfach drüber. Los. Warum macht er das nicht? Na jetzt. Hier lang, Junge. Hep. Oh. Halt, Hirschspuren. Was? Oh. Hier lang. Oha. Gefunden. Ja. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Oh, Junge, warte mal eben. Ich habe gerade eine Kiste gefunden. Wo ist das? Hacksilber. Okay. Silber zum Zerhacken oder sowas. Da ist auch noch was. Was ist das für eine Kette? Ich würde gerne wissen, was man damit machen kann, aber ich vermute, das kann man wohl erst später nutzen. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Böser Hirsch. Geh zur Seite. Und was machen wir jetzt? Rechts, Axt. Ach so, okay. Wow. Los. Oh, was ist hier passiert? Ah, wir können die Axt zurückrufen, okay. Aber springen? Doch, jetzt macht das. Da ist der. Warte. Oh. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Hm. Finde ihn. Ja, hier wird mit strenger Hand... nein, du sollst dich umsehen. Ah, mein Bogen! Nein! Du bist nicht bereit! Bleib zurück! Das gefällt mir. Darf ich jetzt hoch? Darf ich nicht. Oh, sind die nervig. Moment, halten Sie LB gedrückt, um zu blocken? Drücken Sie... Was? Kommen die jetzt immer wieder, oder? Die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Ich wollte mir das hier jetzt aber mal angucken. Das scheint ja einer von unserem Stand zu sein. Nichts kann man sich hier angucken, ey. Da wird man direkt schon wieder von irgendwelchen komischen Feuerwesen hier angegriffen. Ah, das sind Heilsteine, okay. Da geht es auch nochmal runter. Aber da sehe ich jetzt gerade nichts leuchten. Hier könnten wir theoretisch rein. Ja, das sieht doch sehr interessant aus. Ich weiß nur nicht, ob es da weitergeht. Sollten wir hier drin sein? Nein, eigentlich nicht. Ah, das sind... Okay. So, 2 Siegel. Jetzt brauchen wir noch ein R. Mann, da oben. Und jetzt? Gold. Legendär. Sie haben einen von 3 Schieß-mich-tot-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhaltung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Ah. Okay, sind die Wahlspeise der Götter. Man findet die insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Ja, cool. Habe ich doch ein gutes Näschen gehabt. Ich laufe immer dahin, wo was blinkt oder was glitzert oder was leuchtet. So. Die Frage ist, sollten wir jetzt da hinten rumgehen? Wahrscheinlich markiert die Fahne, dass da irgendwas Böses ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Oder das sind einfach nur so Gebietsbegrenzungen. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Einfach öffnen und reingehen. Da. Soll ich ihn mit der Axt erledigen? Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Kluge Entscheidung. Da unten war übrigens wieder so eine Kette. Habe ich gerade gesehen. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Ich wollte gerade sagen, da war links. Da hinten. Nee, da geht's doch nicht weiter. Ich dachte schon, man kann noch da reingehen. Kommen die Viecher jetzt hier wieder? Das sieht so komisch aus. Gegner-Gesundheitsbalken. Im Kampf wird der Gegner-Gesundheitsbalken über ihm angezeigt, wenn er Schaden erleidet oder wenn Kratos ihn anvisiert. Okay. Hi. Zielen Sie mit, drücken Sie RB oder um die Axt zu werfen. Ja, ich würde sagen, einen werfen wir auf jeden Fall. Habe ich vergessen. Womit konnte ich blocken? Mit links, mit oben oder mit unten? Okay, scheinbar mit oben. Wo ist meine Axt? Ich sehe nichts mehr. Kann man ja eigentlich auch rollen? Ja, ich mache euch alle fertig. Da hinten ist so ein Gesundheitsding. Hohoho. Okay. Atreus, hier. Bestarium aktualisiert, okay. Sonst war ja nichts mehr, ne? Ist irgendwie am Leuchten war? Nee. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Ziehen Sie mit L an der Kette. Ah, okay. Es bleibt nicht offen. Was jetzt? Geh durch, Junge. Geh durch. Ach so. Wo mache ich die denn jetzt fest? Hier oben? Ich denke, das ist falsch. Sehr gut. Okay. Ich denke, das ist falsch, aber es war richtig. Ja, gut. Also... Toll. Geil, ne? Ich bin super. So. Warte, Junge. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Was ist das denn hier? Das ist doch... Gucken. Ach, da kann man dann wieder zurück, oder wie? Ah, okay. Sehr gut. Aber wir müssen erstmal hier gucken. Hier sind vermutlich auch wieder Siegel, oder... Nö, können wir so öffnen. Perfekt. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Ich wollte gerade sagen, wieso Igitt? Ich meine, der Typ ist tot. Da können wir auch nichts für. Jeder ist sich selbst der Nächste. So. Vater, sieh nur. Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Fester Stand. Wo's? Ruhige Haltung. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Ich wollte ihn ja eigentlich am Hals treffen, aber der ist so am Wackeln gewesen, der Kleine. Er lebt. Schönes Tier. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Atreus! Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. Müssen wir das? Oh Gott. Drücken Sie X, um Pfeile abzuschießen. Halten Sie LT gedrückt und dann drücken Sie X, um einen bestimmten... Oh Gott. Die Pfeilanzahl, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgeladen sind. Okay. Sag mir, wann ich schieße. Vorsicht, Vater! Ja, ich drück die ganze Zeit X. Achso, das war die Heilung. Scheiße. Kann man nicht irgendwie rollen? Hallo? Ah, das ist Rollen. Ah! Nein. Kannst du mal stehen bleiben, damit ich mal was anvisieren kann? Genau, wir machen das jetzt einfach alles über den Jungen. Oh, das ist eine gute Frage. Oh je, oh je. Hau ab, Junge. Stehst im Weg. Stirb, verdammt, stirb! Eieieiei. Hauen wir mal schnell ab. Zurück, Junge! Nein! Was machst du denn? Hallo, kann er mal stehen bleiben? Kann los! Jai. Ja, ich bin ja schon vorsichtig. Beherrsche dich, Junge. Mir geht's gut. Tschüssi. Bleib stehen. Dreh dich um. Blöd, Mann. Ja. Ha. Was muss ich jetzt machen? Drücken Sie RS? RS? Was ist RS? Keine Ahnung. Ah. Ah. Also den Knopf. So. Oh mein Gott. Junge. Nee, ist klar. Ich hab keine Angst vor dir. Leichte Aggressionsprobleme? Du bist nichts gegen mich. Junge, gar zieh nichts. Mich an. Sieh mich an, Junge. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Im Ernst? Aber der Hirsch. Ich hab mich bewiesen. Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Ich war lange sehr vernünftig. Schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Da muss ich ja mal ganz ehrlich mich auf die Seite vom Vater stellen. Ich will nichts mehr von dir hören. Weil er ist wirklich nicht bereit. Bei den Aggressionsproblemen und dass er denkt, dass er ja irgendwo das alleine schaffen würde. Anzeigen des Tagebuchs. Achso, Moment, das ist nur... Ich schätze mal, da müssen wir nicht runterspringen, ne? Hier lang geht's nach Hause. Mann. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn ich nicht so einen Frosch im Hals hätte, dann würde ich auch... Ja, und ich habe mich gerade schon gefragt, wie er dann da hochkommt. Das ist doch wieder Heilung, oder? Kriegen wir dann auch Punkte, wenn wir die kaputt machen? Ich glaube nicht. Wieso kann ich die Axt nicht ziehen? Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Okay. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu. Und der Balken füllt sich. Wenn der Schaden voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie RS, um einen betäubten Gegner anzugreifen. Ich muss den aber erstmal betäuben. Wie kriege ich den denn? Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlichen Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er die Axt wirft oder verstaut. Aber ich kann nicht, oh, nicht irgendwie sneaken oder so, ne? Das ist aber schon irgendwie lieber, wenn ich so angreife. Es geht irgendwie schneller. Ah, die können wir auch kaputt machen, okay. War das alles? Scheinbar ja. Aber hier findet man anscheinend nichts drin. Das ist nur so Aggressionsbewältigung oder so. Ich weiß es nicht. Achso, das sind die kleinen? Ich mache immer die langen Angriffe, sehe ich gerade. Naja, gut. Okay. Was ist hiermit? Verborgene Kammer 1 von 7. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Okay, das heißt jetzt was? Dass wir da nicht reinkommen? Oder? Oh, Leute, ernsthaft? Oh. Doch, ich hab ihn doch ein bisschen getroffen. Ja, das war ich nicht gerade auch. Hallo? Wie mache ich den jetzt kaputt? Manche Gegner sind gegen die Axt resistent. Und jetzt? Muss ich die Axt wegstecken oder was? Anscheinend. Ich habe doch gesagt, dass etwas im Wald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Okay. Das macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen. Aber er ist ja scheinbar doch sehr stark. Also das ist okay. Müssen wir hier irgendwas machen? Zum Haus zurückkehren. Ja, das wollte ich machen. Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommt Draugard so nah ans Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Wir sind doch zu Hause, oder? Ist das nicht deren Haus hier? Wo müssen wir denn hin? Okay. Ja, ich würde aber sagen, dass wir hier rein müssen, oder nicht? Ins Haus, Junge. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor ich jetzt da komplett reingehe und dann vielleicht das nächste schon wieder angestoßen wird, dass ich mich hier erstmal von euch verabschiede und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ich finde es übrigens mega genial, wie so die Filmsequenzen und die ja, normalen Spielsequenzen ineinander fließend übergehen. Das haben sie hier richtig, richtig gut gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist dieses Gekrissel. Aber ich weiß nicht, ob ich das rauskriegen kann, weil ich habe jetzt die normalen Standardeinstellungen alle belassen. Das sah eigentlich gut aus, weil es war recht hoch eingestellt. Aber naja, es krisselt halt so ein bisschen in den dunklen Stellen. Aber egal, ich werde mal schauen, ob ich das eventuell bis zur nächsten Folge beheben kann. Und ja, ich sage einfach mal, wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao!